Mit dem Wettbewerb will Frank Rosin vor allem Inhaber Martin und allen anderen im Hemingway aufzeigen, dass Klempnermeister Fred als alleinige Führung in der Küche alles andere als optimal ist. Vom wahren Können der anderen beiden war bisher nicht viel zu sehen. Der Sternekoch hat die Vermutung, dass sie einfach abgeschaltet haben, weil sie nicht gefordert wurden. Jetzt soll jeder Vollgas geben. Die sind sehr gut, Lena. Wie lange bist du Köchin, Lena? Oh, seit fast 30 Jahren. Seit fast 30 Jahren? Ja, fast. Das ist ein richtiger Rubendiamant hier. Routiniert und ambitioniert geht die 48-Jährige zur Sache. Bei Fred sieht es etwas unbeholfen aus. Der Hobbykoch bemerkt selbst, dass es ihm an Erfahrung fehlt. Immerhin, Fred wählt ein fruchtiges Deko-Element, um alle von seinem Salat zu überzeugen. Ich glaube, so kreativ hat Hemingway sein Caesar Salad noch nie gesehen. Wirklich nicht. Ich glaube, die wissen gar nicht, was das ist. Der 22-jährige Stefan hat Koch gelernt, arbeitet aber eigentlich im Service. Wenn er in der Küche eingesprungen ist, hat er Freds Anweisungen befolgt, auch wenn sie fachlich daneben waren. Heute kann er sich selbst ausprobieren und richtet bereits an. Ich versuche auf jeden Fall, das in den tiefen Teller zu machen, damit es halt fluffig und halt kompensierter aussieht. Halt nicht flach und naja, damit es ansprechend auf jeden Fall wirkt. So, ne? Auch Lena und Fred kommen zum Ende und richten nun ihre Salate an. Ich hoffe, dass mein Salat ist gut Geschmack, hat gut Geschmack. Ich hoffe, er ist gewonnen. Die Salate sind raus. Obwohl die anderen beiden Werke auch durchaus annehmbar sind, hält sich Fred für den Favoriten. Ich denke, dass mein Salat von den Anforderungen, die da gestellt worden sind, dieser Sache am nächsten kam. So, ihr wundert euch bestimmt, was da drin los ist, ne? Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich gucke mir die Küchenmannschaft mal einmal wirklich richtig an. Und ich wollte einfach mal wissen, was können die Einzelnen eigentlich? Die momentane Rollenverteilung in der Küche ist die falsche. Das weiß der Sternekoch definitiv. Salat Nummer 1. Doch das muss jetzt auch die Crew des Hemingways einsehen, um in eine gemeinsame Zukunft zu starten. Niemand weiß, von wem welcher Salat stammt. Aufgelöst wird erst am Ende. Hier, das mit der Orange, finde ich nicht ganz so gut in der Mitte. Mhm. Weil das auch so grob ist, ne? Weil das so grob ist. Thoralf, probier du bitte mal. Auch der gelernte Gastronom Thoralf soll die Salate kosten und sein Urteil abgeben. Also als nächster Salatfreund, sag ich mal so. Also vom Garpunkt her sind die Gambas, denke ich mal, okay. Alle drei Salate werden verglichen. Martin, Frank, Anja und Thoralf probieren von allen Tellern. Es kristallisiert sich ein Favorit heraus. Optisch finde ich den schon mal schöner als den Salat davor. Auf jeden Fall. Und das ich sehe, dass die Gambaschwänze schon ab sind. Die das sind auch lässt ab, sich dann das natürlich besser essen. Ne? Besser. Optisch ist Nummer 2, bis jetzt für mich aber der Beste. Auch geschmacklich hat der zweite Salat am meisten Zustimmung von den vier Testern erhalten. Wer hat den zubereitet? Überrascht Lena? Trumpft Springer Stefan auf? Oder macht Hobbykoch Fred am Ende doch das Rennen? Da, 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 da. Stefan! Finde ich gut so. Es war nicht immer meine Hauptaufgabe, so hier Salate zum Beispiel zu machen allgemein. Aber super, finde ich toll. Freue ich mich auf jeden Fall. Lena, Zweiter geworden. Bravo. Das war auch sehr, sehr knapp. Am wenigsten Anklang fand Freds Salat. Inhaber Martin hat nicht damit gerechnet, dass sein Vater kulinarisch hinten liegt. Er muss jetzt überlegen, was das für sein Geschäft bedeutet. Ich wollte einfach nur, ja, mal sehen und euch zeigen, dass in euch allen ein kreativer, guter Koch steckt. Und wenn ihr drei das jetzt zusammen als Mannschaft kanalisiert und so auftritt, dass dadurch das Bestmögliche gekocht wird, ja, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann kocht ihr hier in Rostock alles gegen die Wand. Das geht aber nur, wenn jeder in der Küche dasselbe Entree, dieselben Rechte und verdammt nochmal denselben Status auch hat. Ich gebe dir natürlich recht, dass hier Standards in der Küche gesetzt werden müssen, sodass wirklich
am Ende ein Produkt rauskommt, egal ob ich jetzt hier bin oder Stefan hier ist oder Rena hier ist, was jeden Gast begeistert. Fred sieht ein, dass die Hemingway-Küche künftig besser schmeckt, wenn er sich mit Stefan und Lena austauscht. Es herrscht ein neues Teamgefühl und auch Martin begreift, dass die Struktur in seiner Küche aufgebrochen werden musste. Jeder Gast kommt, der auch isst, muss danach rausgehen, es hat mir geschmeckt und es ist ganz egal, ob mein Vater, ob Lena, ob Stefan oder sonst wer in der Küche steht. Standards müssen gesetzt werden, optisch, geschmacklich etc. und der Gast muss das etwas bekommen, was er als Erlebnis bezeichnet. Martin denkt zum ersten Mal wirtschaftlich. Endlich verstehen Sie es, endlich haben Sie es kapiert. Gastronomie ist keine Kirmesveranstaltung, sondern hartes Geschäft. Ja? Und da muss man Plan haben und Zukunftsvision. So, und die bauen Sie langsam auf. Ob das zum Erfolg führt, keine Ahnung. Morgen ist Testessen, dann wissen wir's. Letzter Tag im Hemingway und bevor das große Testessen losgeht, muss Martin, Thoralf und seinem Vater noch die neue Aufgabenverteilung beibringen. Und das wird echt nicht einfach. Wie hat Martin sich entschieden? Will er seinem Vater die Gesamtleitung entziehen und das Hemingway in die Hände von Thoralf legen? Martin selbst kann sich nicht ausreichend um den Laden kümmern. Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, habe lange überlegt, bin aber jetzt zu dem Entschluss gekommen und ich denke, es ist auch in eurem Sinne, dass ich Thoralf die gastronomische Leitung übertrage. Fred ist enttäuscht, doch er weiß, dass es das Beste für den Laden ist. Das macht auch Sinn. Denn ich habe gesehen, so die letzten Monate, ne, dass es ganz schön stressig wurde. Ein bisschen Arbeit abgeben, es ist sowieso nicht verkehrt. Papa, du bist und wirst immer meine absolute, hundertprozentige Vertrauensperson bleiben. Du bist hier mein Fels in der Brandung. Doch Thoralf besitzt eben die nötige Gastronomieerfahrung. Also Martin, ich bin sehr stolz darauf. Ich bedanke mich für den Vertrauensbeweis und werde alle Energie in diese Geschichte legen und auch mit deinem Papa ganz eng zusammenarbeiten. Und noch eine Neuerung will Inhaber Martin einführen. Ich habe mich dazu entschlossen, dass wir ab Februar den Laden 2 Tage die Woche schließen. Tolle Entscheidung. Ich bin stolz auf euch. Bisher hatte der Laden 7 Tage die Woche geöffnet und deshalb musste Martin immer noch zusätzlich Aushilfen beschäftigen. Frank Rosin hat ihm vorgerechnet, dass er 5.000 Euro im Monat sparen kann, wenn er sein Restaurant 2 Tage in der Woche schließt. In der Küche laufen die Vorbereitungen für das 2. Testessen. Heute muss alles perfekt sein. Lena übernimmt das Dessert. Die Brownies gibt es dieses Mal mit Vanille-Eispraline. Stefan kümmert sich um den neuen Tomateneintopf und kocht ihn diesmal so, wie das Team es vom Sternekoch gelernt hat. Schon ein bisschen anders als vorher, oder? Auf jeden Fall. Auch der Brownie-Teig macht einen besseren Eindruck als beim ersten Testessen. Und? Wie ist die Masse? Oh, die Masse ist so toll. Ja. Und das optisch und das, ich fühle diese Masse. Das ist super. Ehrlich? Ja, super. Das ist die so fühlt die Masse. Ja. Ich will auch was fühlen, hier. Ja. Das gefüllte Perlhuhn für den Hauptgang übernimmt Fred und arbeitet das erste Mal mit Kollegin Lena auf Augenhöhe. Lena, hast du eine Idee, wie wir die füllen werden? Ja, bestimmt mit Kräutern. Ja, was denn? Und Thymian und was noch, weiß nicht, Rosmarin vielleicht, ne? Und auf jeden Fall Knobi. Knobi, ja, das ist natürlich, das okay. Ist klar. Alles klar? Okay, liegen wir auf der gleichen Welle. Ja. Restaurantleiter Thoralf und Servicekraft Anja fahren voll auf, um dem Ambiente des Hemingway einen kubanischen Touch zu geben. Das Thema Hemingway ist dank Klebefolien sogar auf Türen und Fenstern vertreten. Der Gastraum wirkt wärmer und rustikal gemütlich. Limettenwindlichter auf den Tischen passen jetzt wirklich. Weg ist das stillose Blumengesteck. Die Bar ist ordentlich und dekoriert. Vorher war sie unübersichtlich. Die Wand im Eingangsbereich ziert ein großes Hemingway-Bild. Der unansehnliche Zigarettenautomat ist endlich weg. Der frisch gebackene Restaurantleiter Thoralf hat sich auch um die neue Karte gekümmert. Boah. Kleine Geschichte über Hemingway drin ist und auch Hemingways Lieblingsgericht, das wir gestern gekocht haben und eingearbeitet ist. Das werden wir dann ab morgen verkaufen. Ah, die Karte ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Das ist ja mal eine geile Idee. Sehr geil. Die
Testesser sind im Anmarsch. Die 30 geladenen Gäste haben nicht nur großen Hunger, sondern auch große Erwartungen. Beim ersten Testessen hat besonders das Essen enttäuscht. Und schon wieder, kaum begonnen, hat die Küche ein Problem. Der Reis zum Perlhuhn ist angebrannt. Den können wir nicht geben. Müssen wir nochmal neu machen. Ja, wie kommen wir jetzt am Basmati-Reis? Hab ich hier. Gut, wegschmeißen, neu machen. Der Zeitplan droht zu kippen, denn gleich wollen die Testesser speisen und bewerten. Unter hohem Druck zu arbeiten, ist das neu aufgestellte Team scheinbar noch nicht gewöhnt. Hoffentlich steht wenigstens schon das Dessert. Lena, was ist mit deinem Kuchen? Alles in Ordnung? Gas geben jetzt hier. Also wenn das jetzt hier so weitergeht, ja? Wenn die weiter so lahmarschig kochen, dann ist hier Essig mit Finale. Die Gäste warten schon hungrig auf ihr Testessen. Zum Glück, die Vorspeise Stefans Tomateneintopf mit Gambas geht wenigstens schon mal raus. Im Gastraum kriegt keiner was vom Stress mit. Wie ist der karibische Suppeneintopf diesmal? Ja, sehr lecker, nicht so scharf. Wunderbar, super. Die ist richtig lecker geworden. Unterschied wie Tag und Nacht. Vorher hat die Karibik gefehlt, jetzt ist sie endlich zu spüren. In der Küche ist der neu gekochte Reis gerade rechtzeitig fertig geworden. Schnell richtet das Team an. Jetzt muss es nur noch besser schmecken als die Keulen beim letzten Testessen. Die neue Hemingway-Küche soll die kritischen Testesser beeindrucken. Die Hähnchenschenkel waren lapprig und trocken. Und jetzt trifft das neue Perlhuhn mit Duftreis den Geschmack der 30 Gäste. 180 Grad Drehung um Hauptgericht, ne? War auch nicht so trocken und das Fleisch war eben halt auch durch, ne? Also total lecker. Fruchtige Soße, angenehmer Reis, muss ich sagen, hat mir sehr gefallen. Der Brownie mit Vanille-Eispraline ist jetzt ein süßes Kunstwerk. Aber es ist, das Auge ist mit, also es ist bedeutend besser. Ich fand einmal den Geschmack fand ich sehr fruchtig durch die Blaubeeren und durch das Vanilleeis. Mir schmeckt das auf jeden Fall super. Ich komme auf jeden Fall wieder her. Die Gäste sind begeistert. Frank Rosin ist stolz auf die Küchenleistung. Auch Klempner Fred hat den Abend wirklich gut gemeistert. Doch wie fällt die Bewertung der Testesser aus? Alle vergeben wieder 0 im schlechtesten und 10 Punkte im besten Fall für die Leistung in den einzelnen Kategorien. Der Sternekoch wertet aus, wie gut das Hemingway-Team in Service, Getränken, Ambiente und den drei Gängen war. Beim ersten Testessen habt ihr 39 Punkte erreicht. Beim heutigen Testessen habt ihr 39 von 60 Punkten. Wie viel sind es diesmal? Die Küchencrew hat sich neu aufgestellt und die Gerichte sind auf andere Weise gekocht. 52 Punkte erreicht. Ich glaube, es ist ein fetter Applaus. 52 Punkte von 60. Um 13 Punkte hat sich das Team vom Hemingway verbessert. Allein die Küche macht 12 Punkte Unterschied aus. Das Hemingway ist auf dem richtigen Weg. Du hast uns eine Chance gegeben. Mhm. Diese Chance werden wir, denke ich, mal alle nutzen. Und dafür sagen wir wirklich Dankeschön. Ja, Dankeschön. Das waren wirklich nicht nur 4 schöne Tage, sondern auch 4 ganz spannende Tage. Und ich habe keine Ahnung, ob die Geschichten von Hemingway so spannend sind und so positiv enden wie diese hier. Ich glaube, ich gehe mir mal ein Buch von ihm kaufen und fange mal an zu lesen.